Man kann das als Argumentationshilfe benutzen, besonders wenn man es jetzt gesehen hat. Wenn wirklich einer sagt, ich habe nichts zu verbergen, sollen die Kameras aufhängen, was sie wollen. Ja? Da sieht man es, man kann es auch sagen, Verkehrsüberwachung, ja? Stopptafeln. Eine Verkehrsüberwachungskamera bei jeder Stopptafel bringt mörderisch Kohle. Ja? Besonders dann, wenn man die Stopptafel nicht sinnvoll aufstellt. Ja? Oder zum Beispiel Schutzweg, bei Rot über Schutzweg gehen, das wäre eine Bombeneinnahmequelle hier vom Kongresszentrum. Also, ja, also man kann das also wirklich ausdehnen. Wir haben da, oder ich habe da vorgeschlagen, da absichtlich wirklich eine echte Straftat zu nehmen, weil solche Verwaltungsdelikte sind sowieso, wie man sagt, auf Englisch öffe. Also nichts, aber sowas, das ist immerhin mit 6 Monaten bedroht, sowas, so eine Strafe, also das ist mal nichts, was man so beiseite gehen lassen kann. Was kann man noch ergänzend zu den Ergebnissen sagen, die wir jetzt eben exemplarisch gesehen haben? Es gibt einen Unterschied, wo die Zeitungsstände aufgestellt sind. Wir dachten zuerst, vor einer U-Bahn-Station, wo ganz viele Leute gehen, da wird wahrscheinlich am meisten geklaut. Nein, dem ist nicht so. Naja, das Foto haben wir jetzt vergessen. Okay, egal. Wir hätten ein schönes Foto gehabt. Es geht darum, ein Pfeiler gleich neben dem U-Bahn-Eingang mit von jeder Seite, also von 4 Seiten, war so ein zeitungsstiller Verkäufer. Und was hat man gesehen? Nicht auf der den Personensturm zugewandten Seite haben die Zeitungen gefehlt, dort waren sie ganz voll, sondern auf der abgewandten Seite. Das heißt, und auch natürlich in den Seitengassen wird mehr mitgenommen als jetzt auf der großen Straße. Das heißt, es gibt doch eine Art Unrechtsbewusstsein. Und das heißt, da gibt es offenbar doch noch irgendwelche psychologischen Mechanismen, die wir dann später noch uns anschauen werden, wie man die ausnutzen könnte. Da noch 20 Minuten, gut, ja. Okay. Wir sind gut dabei. Ja, okay. Es gibt es natürlich, bei Videoüberwachung gibt es natürlich jede Menge Befürworter. Wie gesagt, wenn man so normal spricht, 80%, aber wenn man es, was wir das Vergnügen gehabt haben, auch dann mit der Polizei sprechen dürfen, nachdem wir deren Kamera gehackt haben, ja, kommen da so schöne Argumente, wieso eigentlich Videoüberwachung überhaupt notwendig ist. Ja. Ich will das ein bisschen, ja, genau. An sich sind 2 Gründe. Erstens einmal Prävention und zweitens einmal ist Repression. Also Prävention, es geht darum, dass bei einer Gefahr, die im Videoübertragung, nicht unbedingt Aufzeichnung, sichtbar ist, dann Beamte ausschwärmen können, diese Gefahr bannen können. Das heißt, so, wenn jemand so ganz geschwind abgestochen wird, stürzen nachher die Polizisten hin und verhindern diese Straftat. Ja, kann sein, aber ist eher das, was sich die Personen erhoffen, wenn sie für Videokameras sind, also die Beobachteten sind. Sie glauben damit, dass es in dem Moment, wo jetzt eine Kamera da dieses gefährliche Umfeld, was sicherlich vorhanden ist, also es kann sein, ein Bahnhof bei Nacht ist sicherlich gefährlicher als, ich weiß nicht, die Innenstadt von Wien um 10 Uhr am Vormittag. Ja. Man als Beobachteter glaubt, wenn da eine Videokamera ist, dann wird mir schon geholfen werden. Ja. Also es ist auch irgendwie, ich habe das so eine Idee, aber ich habe das noch nirgends in Literatur gelesen, dass einfach Gefahren in der Gruppe leichter bestanden werden. Und auch dieser Schutz, dass man glaubt, dass man in der Gruppe beschützt wird. Ja? Also wenn man Hochseilbahn, Rollercoaster fährt, sagt man, ich fahre da nicht nur, wenn du mitfährst. Also nach dem Motto, also wenn da mein Freund, was immer neben mir sitzt, dann wird die Gefahr geringer. Ja? Oder ich traue mich nicht in den Keller, nur wenn jemand zweiter mitgeht. Ja, es ist also so, also, dass man sich da... Als ob der Zweite dann auf der Hochschaubahn, wenn man runterhängt, irgendwas machen könnte. Ja, so in Richtung. Also es ist dann irgendwie so dieses, ja, die Leute gehen in der Gruppe selbstmörderisch über die Straße, allein würden sie nie so hinübergehen. Also zum Beispiel in der Gruppe fühlt man sich vielleicht etwas geborgener und hat ein höheres Sicherheitsgefühl als das Einzelne und vielleicht bringt so eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum in gefährlicher Umgebung vielleicht das Gefühl, okay, ich werde beobachtet und damit habe ich ein höheres Sicherheitsgefühl.
Ich habe dann noch die zweite Sache ist, was zwar die Polizei nicht gern zugibt, ist die Dislokation. Dislokation ist, dass einfach Verbrechen oder Vergehen woanders passieren. Also am Schwedenplatz ist eindeutig passiert, dass die Drogenszene jetzt nicht nur dort ist, sondern eine Seitengasse. Das hat natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt viele Leute habe, die sagen, am Schwedenplatz wird gedealt, dass sie nachher zufrieden sind, weil es ist nicht mehr so. Und wenn sich das auf eine größere Fläche verteilt, ist einfach dieser Druck der Öffentlichkeit ja, wesentlich geringer. Noch dazu, wenn ich sage, ich weiß nicht, in der Rotgasse wird gedealt, kein Mensch in Wien kennt die Rotgasse. Den Schwedenplatz kennt jeder. Und damit ist natürlich auch dieser öffentliche Druck weg. Das heißt, dort, wo viel Öffentlichkeit ist, Schwedenplatz ist Nachtbusbahnhof, da gehen aber tausende Leute in der Nacht drüber, ja, dann, wenn dort weniger, ich weiß nicht, Kriminelles passiert, dann fühlen sich die Leute sicher. Und wenn das woanders ist, dann scheren sie sich drum nicht. Also das ist, wird natürlich nicht so ausgesprochen von der Polizei, aber es ist ein gewünschter Effekt. Ich glaube, man muss man eben einfach unterscheiden zwischen Affekthandlungen, also was weiß ich, Betrunkene oder vorsätzliche Taten. Ja. Die vorsätzlichen Taten könnten natürlich verhindert werden, weil wenn ich die Wahl habe, mein Verbrechen dort oder da zu begehen, werde ich sicherlich das Auto nicht von einem Videoüberwachten Parkplatz stehen, sondern meinen Parkplatz aussuchen, der dann keine Videokamera hat. Ist es damit vereitelt? Nein. Es ist nicht vereitelt, aber vielleicht verhindert etwas. Ich weiß es nicht. Ja. Wie gesagt, ich bin ja kein Befürworter. Ich kann nur das zusammenfassen und versuche mal die Seite der Befürworter zu nennen, weil, oder zu erklären, weil das ist in der Argumentation immer wichtig, auf was stößt man eigentlich. Das Zweite ist natürlich, dass uns die Polizei gesagt hat, wenn sie Videoüberwachung im Einsatz hat, dann erkennt sie besser Straftaten. Das heißt, sie erfährt von Straftaten, die sie vorher nicht gewusst hat. Ja? Möglich. Ja? Ob das jetzt, ob da wirklich, also wenn ganz besonders, wie gesagt, Straftaten, wo es keinen Geschädigten gibt, nämlich im Drogendelikt, da gibt es normalerweise nicht der Geschädigte, sprich der Käufer, geht nicht zur Polizei und sagt, jemand hat mir die Drogen verkauft. Also so gesehen ist natürlich das gerade im Bereich der Drogenkriminalität, des Drogenhandels natürlich so, dass natürlich da wirklich eine höhere Erkennungsquote vielleicht möglich ist, weil da wird es kaum Anzeigen geben. Der Person, ja, also da wird es kaum Anzeigen geben. Der Person dann noch. Person? Sagst du? Entschuldigung. Nein. Das nächste, Identifizierung von Straftätern, wenn es Aufzeichnung gibt, kann man vielleicht feststellen, das ist der gewesen. Mir wurde gesagt, zumindest war es im September, dass es bisher in Österreich noch keine Straftat gegeben hat, die bei Gericht aufgrund eines Videobeweises zu einem Überführung des Täters geführt hat. Das heißt, es gibt dann, also nicht die vom öffentlichen Raum, es gibt dann eben diese Videofallen, das sind zwei oder drei Fälle pro Jahr. Ich meine, im öffentlichen Raum. Ja, Im öffentlichen Raum. Im öffentlichen Raum gab es noch nie so einen Fall, wo man gesagt hat, da habe ich jemanden, hatte das gemacht und aufgrund dieser Videoaufzeichnung überführe ich den Täter und bringe ihn zu einem Geständnis und bringe diese Videoüberwachung als Beweismittel mit in ein Verfahren. Das gab es noch nicht. Also auch dieser Grund ist meiner Ansicht nach im öffentlichen Raum nicht so sinnvoll. Natürlich, wenn ich jetzt einen Diebstahl, Einbruch in einem privaten Spind, einer Garderobe oder einer Personalgarderobe überwache und da kann ich einen Täter ausforschen, der da regelmäßig Diebstähle begeht, da werden wir auch Schwierigkeiten haben, dagegen videoüberwachend zu sein, wenn es dazu dient, dort Leute dann nicht präventiv, sondern direkt bei einer aktuellen Straftat zu entdecken. Aber wenn ich sage, ich filme im öffentlichen Raum, naja. Gewinnung von Fahndungsansätzen ist es genau, das geht irgendwo für eine gleiche Richtung. Und Beweissicherung, das ist auch so eine Sache, da soll es angeblich in Wien am Schwedenplatz einen Raufhandel gegeben haben, wo die nachher nachweisen konnten, dass da jemand überhaupt im Raufhandel beteiligt war. Aber ob das ist wirklich dazu den Aufwand, was das Ganze kostet, ist mir nicht aufgeschrieben, den ganzen Aufwand, was es kostet, wirklich bringt, ist eine Frage. Zum Aufwand. Mach du den Aufwand, das ist deine Sicht. Ja. zum Aufwand, also zum Beispiel neuerdings sollen dann jetzt in der ganzen Wiener U-Bahn alle U-Bahn-Züge ausgestattet werden mit Videoüberwachung. Ich glaube, es ist in Berlin schon ein bisschen, ist man schon etwas weiter.
Offiziell, man möchte mit dieser Videoüberwachung dann nicht Massenkriminalität nachgehen, wie zum Beispiel Handtaschendiebstahl oder ähnlichen. Das haben die Wiener Verkehrsbetriebe schon gleich mal klargestellt, sondern es geht allein um Vandalismusschäden. Da gibt es eine gute Aussage. In tiefem Wienerisch hat der Chef der Sicherheitsabteilung der Wiener Verkehrsbetriebe verlautbart, glauben Sie wirklich nicht, dass wir jeden, der seine Handtasche, seine Geldtasche schlecht eingestellt hat, nachrennen dann. Also ungefähr, das war live, war so O-Ton. Also für andere, man soll nicht glauben, dass jeder, der seine Geldbörse schlecht eingesteckt hat, verfolgt wird oder das aufgeklärt wird. Also es dient da eindeutig. Also die Wiener Verkehrsbetriebe sagen auch, es ist ein öffentlicher Druck, diese Videoüberwachung einzuführen. Sie brauchen es nicht, ja, aber wenn es die Öffentlichkeit fordert, Sie sind ein konsumentenorientiertes Unternehmen, dann führen Sie es ein. Also ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht mehr, aber ich glaube, es waren also die Vandalismusschäden in Wien sind relativ bescheiden. Es sind 200.000 Euro im Jahr für alle U-Bahnen und Straßenbahnen. Die Anlage kostet irgendwas 3,2 Milliarden. Auf 25 Jahre gerechnet. Also ich glaube 18 oder 20 Jahre Amortisierungszeit. In der Zeit muss ich die Anlage bereits viermal ersetzt haben. Ja, so ist in Richtung. Also skurrile Zahlen an sich. Aber wie gesagt, wir werden Ihnen helfen. Vielleicht überdenken Sie es nochmal. Das bringt uns die Erkenntnisse quasi oder die Beispiele, die wir jetzt gebracht haben, bringen uns zu der Frage, ja, welche Alternativen habe ich zu einer elektronischen Überwachung? Wir haben gesehen, eben offenbar reagieren die Menschen anders, nicht um, und kann man dieses Andersverhalten noch anders erzeugen? Muss das unbedingt echte Überwachung sein? Welche anderen Ansätze gibt es? Ja, zum Beispiel die Tageszeitung am Sonntag in Trafiken verkaufen. Ja, das geht damit Ladungsöffnungszeiten nicht und so, ja, viel zu kompliziert. Also welche Möglichkeiten gäbe es der Sicherheitssteigerung ohne Überwachung? Also muss man erst einmal feststellen, es gibt keine absolute Sicherheit. Das kann man nicht allzu oft wiederholen, weil offenbar die breite Öffentlichkeit danach verlangt. Absolute, risikoloses Leben. Ein paar Beispiele, was gibt es für psychologische Effekte? Also es wurde an einer, jetzt ist mir der Name entfallen, was für eine Uni das war, da wurde das mit einer Kaffeekasse getestet. Man hat die Einwurfquote dort neben dem Kaffeeautomat, war auch nicht besonders berauschend. Also es gibt eine öffentliche Kaffeekanne in einem Aufenthaltsraum einer Universität. Genau. Und jeder, der dort konsumiert, soll in eine Kasse einwerfen. Genau, konjunktiv. Sollte. Sollte, ja. Möge. Wie hat man die Einwurfquote erhöht? Durch einen simplen Trick. Man hat neben die Einwurfbuchse das Bild von Augen montiert. Geklebt. Und das ist übrigens, also, das war eine Studie nachher dann. Also die haben zuerst Blumen auf diesem Eiskasten geklebt und Augen geklebt und haben sehr gut feststellen können, wie hoch die Einwurfquote ist. Also das heißt, das allein schon das Bildnis von Augen bringt den vermeintlich Beobachten dazu, jetzt anders zu reagieren, unterbewusst und ehrlicher in eine Kaffeekasse einzuwerfen. Man muss also, eigentlich muss man unterscheiden zwischen zwei Effekten, nämlich dem Erzeugen von mehr subjektiver Sicherheit und dem tatsächlichen Verhindern von Straftaten. Wie wir ganz am Anfang gesagt haben, das eine hat fast nichts mit dem anderen zu tun. Beispiel Salzburg. Salzburg, der Grieskai, ist so eine Problemzone, ist eine Weggehmeile, immer wieder Schlägereien gab es dort. Die Lokalbesitzer wollten unbedingt eine Videoüberwachung installieren und die erste Antwort, in der Zwischenzeit wurde sie installiert und dann gab es andere Effekte. Jetzt, dazu später. Der erste Effekt, also die erste Antwort der Stadt war, versuchen wir es einmal mit mehr Licht. Und tatsächlich, es gibt einen Effekt. Durch bessere Beleuchtung fühlt man sich A, sicherer und B, fühlt man sich, wenn man etwas Böses vorhat, nennen wir es jetzt mal so, beobachteter oder potenziell sichtbarer einfach. Selber Effekt ist, was man versucht in der Städteplanung neuerdings einzusetzen. Also zum Beispiel versucht man bei Parks eine Sichtebene zu machen. Hausnummer, alle Büsche werden auf Hausnummer 1 Meter gekürzt,
Höhe und alle Bäume fangen erst bei 2,50 Meter.